So, 21. Uhr. 200 Euro. Scheiße. Lief nicht gut. So, was können wir denn hier? Können wir hier auch mal was anderes fahren? Schauen wir mal, was es hier an nächsten Rennen gibt. Ja, wir trainieren wieder. Passt schon, passt schon, passt schon. Ansonsten spielen wir doch noch ein bisschen. Ja, wir probieren das mal aus hier. Ach du Kacke. Wetterdaten, blablabla. Lieber doch nicht. Ist schon etwas kompliziert. Super G, Val Gardena. Könnt ihr mich hören? Ach komm schon. Harry Pechmann, hallo. Machen Sie es sich bequem. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Wintersport-Event, wie man neudeutsch so schön sagt. Wir freuen uns auf einen spannenden Super-G-Wettbewerb in der Juniorenliga. Jo, und vor allem ist er ganz, ganz schlecht weggekommen. Vielleicht hätte er noch anschieben sollen. Super-G-Gröden. Das ist doch auch wieder nicht Gröden hier, die Piste. Ihr könnt mir doch nicht weismachen, dass das hier Gröden sein soll, Freunde. Ich sehe hier nur einen Schlauch mit Toren. Gröden geht anders. Nein, voll am Tor vorbei. Alter, wie die... Schmeiß dich wenigstens hin, wenn... Wenn du in dem blöden Netz hängst und stoß dich nicht da so komisch ab. Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir da einen Sprung mal drücken? Aua. Sollten das die Kamelbuckel sein, wahrscheinlich. Ein verhinderter Ausflug Richtung Bande. Dafür werden sie ihm eine Zeitstrafe aufrufen, die sich gewaschen hat. Die sich gewaschen hat. Kinder, Kinder, Kinder. Ich will jetzt mal einen Slalom fahren. Das war der dritte Fehler. Ach. So viel Mühe gegeben beim Aufstellen von Vittore. Ja, Entschuldigung. Nichts gegen die Streckenposten persönlich, wenn ich da die Tore nicht mitnehme. Wow. Ups. Die Streckenführung scheint ihm ja mittlerweile egal zu sein. Ja, das war's dann wohl. Dieses Geeier will doch eigentlich kein Mensch mehr ansehen. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Jetzt los weiter. Mal sehen, wie sich die Fahrer in diesem Trainingslauf so geschlagen haben. Jetzt ist kein Trainingslauf mehr. Ein Österreicher und damit natürlich auch ein Anwärter auf die vorderen Ringe. Jo, eben. Das Tor hat ihm wohl nicht gefallen und da hat er sich gedacht, was geht's mich an? Damit ist eine Zeitstrafe unvermeidlich geworden. Ist ja gut. Zeitstrafe. Ja, seit du den Hermann Mayer, wie du uns erzählt hast, auf einer Party kennengelernt hast, versteht ihr euch ja angeblich ganz hervorragend. Ja, das stimmt. Aber mit dem Hermann, mit dem kannst du eigentlich nur gut verstehen. Das ist doch ein Konzern. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Die erzählen immer nur, wie gut sie sich kennen. Freund, ihr langweilt mich. Er langweilt mich aber sowas von. Au, mitten auf dem Buckel. Ups. Zum zweiten Mal vorbei, das ist nicht gut. Soll sich jetzt wirklich mal zusammenreißen. Ich probier's ja. Das ging nicht. So, da durch. Alter. So. Haben wir's halt diesmal reinbremst. So. Perfekt. Oh, Mist. Und zum dritten Mal rauscht er in voller Fahrt am Tor vorbei. Ja, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Zum vierten Mal rauscht er am Tor vorbei. Ist ein bisschen früh, wenn es blöd rauscht. Ja, ich weiß. War nicht so geplant. Ab ins Ziel. Das ist jetzt erst einmal Platz 2. Ja, aber da kommen nochmal 8 Sekunden drauf. Das wird nicht gut werden. Eine ordentliche Leistung, beinahe ohne Fehler. Das schauen wir uns gerne an. Wie beinahe ohne Fehler? Hast du selber gesagt, das ist ein bisschen viel jetzt. So. Ach doch, noch das die 5. Spannender Wettkampftag, oder? Also, ich hab meinen Spaß gehabt. Nicht schlecht. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld? Was ist jetzt?
1300 Euro, 100 Erfahrungspunkte, super. Cup als Fünfter beendet. Leider gibt es dafür... Ach, den Cup. Das war hier so ein Turnierding. Nächster Kampf, Juniorliga-Finallauf, Abfahrt in Chamonix. Das ganz gern mal, warte. Ich bin hier mal auf Beenden. Übungsmodus. Ich würde das ganz gerne mal was anderes fahren, nämlich mal ein Slalom, wenn das geht. Abfahrt, super schwierig. Slalom möchte ich gern fahren. Was fahren wir denn hier für einen... Ja, na komm, wir fahren den Slalom in Schladming natürlich. Bestätigen. So. Den Fahrer nehmen wir denn da? Nicht schon wieder ein Hermann Mayer, jetzt fahren wir mit Bodi Miller. Bodi Miller hat nämlich auch mal ganz gut Slalom fahren können. Wachsen, ach, das lasse ich jetzt alles so, wie es ist. Start. Mal schauen, wie das Slalom hier funktioniert. Kann ja nur eine Katastrophe werden. Wir sind heute im österreichischen Schladming. Oh je, ich sehe schon. Das Training ist die letzte Möglichkeit für die Fahrer, sich noch einmal alle Streckenabschnitte ganz genau einzuprägen. Ja, eben nicht beim Slalom. Da gibt es eine Besichtigung, mein Freund. Rack Investment Group. Multikredit. Oh, wieder nur mittelmäßiger Start. Die Startgeschwindigkeit lässt doch etwas zu wünschen übrig. Okay, wir fahren hier den Slalom in der... Alter! Das war ein klassischer Torfehler. Hoho. Ups. Wieder vorbei. Schade, schade, schade. Auf volles Risiko gespielt. Freund, du klingst nicht, als hättest du Mitleid mit mir. Man kann hier nicht Slalom fahren. Das geht nicht. Den Lauf kann er wirklich machen. Alter. Die eben erwähnte Wertschätzung deines Freundes Hermann Mayer basiert aber nicht nur auf... Naja, also sportlich ist er doch auch ein Vorbild für dich, oder? Ja klar, sehr klar. Ja klar, sehr klar. Jetzt halt los. Hier in Schladming wird die sportliche Ausbildung junger Menschen aus aller Welt ganz groß geschrieben. Der bescheißt mich doch hier mit seinem Balken da. Dynamik ist was anderes. Wir können hier nicht. Er fährt am Tor vorbei, wie es ausschaut. Alter, das geht nicht. Ich versuche hier gerade ein bisschen enger an die... Und das zweite Tor verfehlt. Ja, das gibt unter Garantie eine satte Zeit. Es klappt nicht. Damit müsste er... Ja, 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 er ist Erster. Von 1. Man kann doch hier nicht so Slalom fahren. Kann ich vielleicht persönlich Slalom fahren, ne? Wobei hier, wenn man so ein bisschen in den Rhythmus rein... Alter! Außerdem hat er gerade da... waren zwei blaue Tore hintereinander, das geht auch nicht. Oh yeah, Zuschauer! Das dritte Tor, dass er hier einfach Tor sein lässt. Er ist unten und er steht jetzt auf Rang 1, meine Damen und Herren. Wollen wir uns... Oh, die Stimmung war nicht schlecht. Fast jetzt komm... Beim Training können sich die Läufer noch mal näher mit der Strecke vertraut machen. Vielleicht kommen wir hier mal so ein bisschen Starter in... wird er noch deutlich zulegen müssen. Upp. Wenn hier nicht mal so ein bisschen in die Dinge reinkommen, hier in die... in so einen Slalom-Rhythmus. Das ist nicht gut. Sollte sich jetzt wirklich mal zusammenreißen. Das dritte Mal am Tor vorbei. Ob das heute noch was... Aber das kann man nicht in schnell fahren. Das Resultat eines solchen Blindflugs... eine dicke Zeitschrift. Die Wachsmischung stimmt jedenfalls. Da hat ganz dann noch aus. Das ist bislang der zweite Platz. Na? Scheiße. Das ist der fünfte Fehler jetzt. Mist. Hier unten mal wieder der schöne Rhythmus gewesen. Das war elendig. Ja, elendig war das. Recht hascht.
So, ne, ich will nicht nochmal fahren. Die Ergebnisse beim Trainingslauf haben ja oft keine. Hallo? Wollte eigentlich gar nicht nochmal. Ach komm, fahren wir nochmal. Was macht der denn da? Er fährt am Tor vorbei, wie es ausschaut. Das dritte Tor, das er hier einfach Tor sein lässt. Ja, das reicht sie, so ein Vorstil. War das jetzt das dritte oder das vierte Mal, Berti? Ach, ich zähl schon immer. So. Ein bisschen Konzentration. Kann man hier auch halbwegs in den Rhythmus fahren. Bloß dritter Platz ist hier. Er fährt, entweder fährt er zu weit oder er fährt viel zu wenig Linie. Das nennt man wohl Blindflug. Das ist nur übertrieben. Komm, wir fahren wieder bergauf. Hallo? 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 Boah, ist hier steil. Boah. Umlegen, 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 umlegen und nochmal umlegen. Boah. Hier ist so steil und vereist. Hier kommen wir nicht runter. Boah. Alter, bomb das Tor. Alter, ist das ein Schrott. Oh, disqualified. Ja, und da ist das Vorzeitige aus. Oh, man kann an der Bande beschleunigen. Na, kriegen wir nochmal eine schöne Wiederholung? Oh, wie gelenkig, guck dir das an. Und was für Carving-Schwünge. Der absolute Wahnsinn ist das. Na. Der Wahnsinn, und jetzt der Steilhang. Na komm. Was für ein furchtbarer Blödsinn. So, ich gucke jetzt dann gleich mal die Funktionen noch durch, ob es noch was zu zeigen gibt, irgendwie das Speed Race oder so. Und wenn ich das dann gefunden habe, dann melde ich mich gleich wieder, dass wir hier nicht unnötig Zeit verplempern mit nichts und wieder nichts.